Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Hide and Seek, aber wir sind winzig. Freunde, wir haben ja eine Map. Ich denke mal, das soll ein Kinderspielzimmer sein, wo es einfach riesige Sachen gibt, Freunde. Wir sind ganz, ganz klein. Guckt euch mal den Ofen an und wie klein wir im Gegensatz dazu sind. Heute mit dabei ist der liebe Blasse. Hier, guck, Kartentrick auf Liebestein. Danke. Ademann! Ich bin ein Bienen in dein Ohr! Hör auf mit diesen Insekten, Digga. Ich krieg schon Albträume davon. Und das ist einfach 100 Level gekauft, das Spider-Man. Luca! Nein, kann man den so kaufen? Hä? Wie viel ist dein Outfit wert? Was sagen deine Schuhe, Digga, von Gucci Prada? 5 Euro. Boah, guck mal, wie er daneben geschossen hat. Ja, das war ein No-Scope, Mann. Jetzt hört doch mal auf. Ich muss dort da wieder zu hinlaufen, Mann. Dicking? Hör auf, Digga, ich krieg Copyright-Spaß. Freunde, wir starten nochmal neu. Oder wollen wir uns so einfach verstecken? 27 Minuten raus. Hau ich euch easy weg, Digga. So, bin Freunde, ich will ja nichts sagen, aber die Jungs haben jetzt hier 5 Minuten gebraucht, um Versteck zu suchen. Digga, sag einfach gar nichts. Sorry, Junge. Vor allen Dingen die Jungs, guck mal, wie ich Lukas in Schutz nehme. Alle waren schon versteckt, er hat einfach 5 Minuten länger gebraucht. Freunde, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, die Leute zu finden. Wenn wir das nicht machen, das Ding ist, D-King hat schon auf ADHS die ganze Zeit hier hinten rumgeballert. Ich weiß, dass er ungefähr in die Richtung ist, Freunde. Ich muss halt nur herausfinden, wie man da oben hinkommt. Aber ich denke mal, einfach in diesen grünen Kreis mich. Hier. Wenn du mich findest, ne? Warte. Ja, so dann hast du mich gefunden. Ja nicht. Okay, hat nichts gebracht. Schade. Schade, dass Lukas nebenbei noch eine Geschichte schreibt, Digga. Schade, Digga. Einfach Dings, Digga. Einfach Geschichten aus dem Paulanergarten, Digga. Und über mich meckern, wenn ich einmal kurz am Handy bin. Schnauze, Blaze! Blaze, boah! Oh, ich hab Dings schneller laufen bekommen. Ich hoffe, das bleibt für immer, Freunde. Das wäre sehr wild. Nee, okay, schon direkt in dem Moment vorbei gewesen. Der Läufer, sagst du, oder was? Ja. Ich bin bei den Tassen. D-King ist hier safe. Hey, also, Lukas, ich sag 1 Euro. 1 Euro, wenn du mir einen Tipp gibst. Lukas bei den Tassen. Okay, D-King ist im Aquarium. Wo ist D-King? Im Aquarium. Okay. Bin ich nicht. Ja, Lukas ist bei den Tassen. Ich bin auch nicht bei den Tassen, aber guck ruhig, alles gut. Kann man in die rein und dann wird man so wegteleportiert? Na, schade. Ja, das wäre sehr wild. Freunde, by the way, die Map ist, ich glaube, über 2,5 Jahre alt oder so. Ich habe das von so einem Musik, falls euch das was sagt, habe ich das geklaut einfach. Weil ich habe ja schon mal einmal ein Hide and Seek hochgeladen, aber wir sind riesig. Das kam mega gut bei euch an. Und ich feiere das auch, wenn das so ein bisschen ein Thema hat. Wisst ihr? So dieses Standard-Hide and Seek einfach so random, ohne nichts, bockt sich einfach nicht mehr. Man muss immer ein bisschen was Neues suchen, Freunde. Oder das Alte wieder nochmal wiederholen. Auffrischen. Ey, wer in diesen Vans drin ist, ist ekelhaft. Ich sag euch so, wie es ist. Ich bin im Airwaves. Ich laufe die ganze Zeit immer wieder zu derselben Gegend. Warte mal, welches Aquarium, das, Digga? Das Ding ist, ich steck einfach fest. Digga, einfach dein Aquarium brennt, Digga. Es gibt gar kein Aquarium. Ja, gibt's auch nicht. Ja. Freunde, by the way, Boxkampf. Up Red hat sich besser geschlagen, als ich dachte. Digga, darauf war ist schon sehr wild. Vor allen Dingen hat geschlagen, wortwörtlich. Ja, das Ding ist, er hat ja erste Runde direkt Nasenbluten gehabt. Dann dachte ich, okay, Digga, das demoralisiert ihn. Aber er hat gut rasiert, Freunde. Er ist reingegangen wie ein King und hat auch gewonnen. Aber natürlich, man muss sagen, Lukas kennt sich ja auch aus mit Kampfsport. Gewicht ist einiges, ja? Wisst ihr, wer? Es gibt ja bald noch eine Rückrunde, ne? Es sagt gibt noch einen Showkampf. Wie noch ein Showkampf? Ja, oh. Blaze gegen D-King. Oh, Freunde! Bei 2000 Spaß. Nein, bei aber 2 Likes. Das ist halt schon immer so gewesen. Man wird das echt gerne sehen, wie sich D-King und Blaze boxen, Freunde. Ich würde Geld wetten. Ich schwör alles. Auch. Ich hätte richtig alles auf D-King. Ja. Hab ich doch gesagt, wohin man kriegt Fallschaden. Ja, sorry, dass ich nicht alles abspeichere wie ein Computer, Digga. Warte mal, wo bin ich hier? André, kannst du mit dem Computer sein? Ich kann mir verschiedene Waffen holen jetzt. Warte mal. Wir holen uns da eine mit Scope, Freunde. Ja, wenn du einen triffst, bringt dir einen Scope nichts. Ah, D-King, so witzig. Okay, ich bin wieder am Start. Der war richtig scheiße. Müll, Digga. Okay, ich habe niemanden gefunden in 3 Minuten. Also, weil die Map gesagt, einfach riesig ist. D-King ist im Aquarium. Welches Aquarium? Es gibt keins. Es meinst du, ein Aquarium brennt? Ja, gibt's eins. Ganz oben, Junge. Das steht auf so einem Regal. Ja. Lukas ist in der Küche. Lukas ist in der Küche. Lukas ist in der Küche. Ich hab's könnt ihr eure Namen gegenseitig sehen? Nein, leider nicht. Nee, sonst würde ich sie ja auch sehen, das ist cringe. Okay. Ich bin auch in keiner Küche, aber okay. Aber D-King ist im Aquarium angeblich. Ja, dann geh hin. Ja, ich guck jetzt. Wenn ich weiß, wie man da hochkommt, ich guck. Okay, ich bin jetzt bei dem Aquarium. D-King. Genau. Da hast du schon D-King Angst? Drin. Ich bin da nicht. Ja, guck mal, wie er grinst, Digga. Ich schwör, D-King kann so schlecht lügen, Freunde. Oder? Okay.
Wenn ich sage, ich bin da nicht. Du hättest mich schon gesehen. Hast du ihn? Ja. Er war halt wirklich da, Digga. Okay, Lukas, das sah so, schon eher lustig, muss ich sagen. Ja, warte, aber ich werde dich suchen. Ganz kurz, wer von uns hat den angefangen? Ja, wer hat angefangen, Dicky? Okay, wenn ihr im Boxkampf gegen mich und Lukas. Junge, Dicky, Digga, mach das nicht, Dicky. Ich sag dir so. Ja, komm, lass machen. Nee. Ich sag dir so, Freunde. Deking gegen Blaze, irgendwann wird es stattfinden. Blaze meinte auch schon, wenn genug Geld rumkommt, dann macht er das. Dementsprechend müssen wir einfach nur genug Geld haben. Und das ist kein Problem, Digga. Bitte fall gefallen. Oh, ich hab überlebt! Oh, ich hab jemanden gehört. Deking, warst du das? Ja, aber dann aber ein Jahr Vorbereitungszeit. Nix. Was für drei Monate? Doch, drei Monate. Vorbereitungszeit. Ich will ein Jahr Vorbereitungszeit. Drei Tage brauchst du für dich nur. Freunde, es wird ehrenlos gerade. Okay, warte mal. Deking, mach du mal so auf halbstark, ist das Problem. Das? Oh, halbstark. Beef, Digga. Beef. Ja. Junge, ich finde niemanden. Ihr müsst mir irgendwie einen wilden Tipp geben. So einen kleinen Mini. Ich bin nicht auf dem Boden. Du warst bei mir schon in der Nähe. Ich bin auch. Doch, war bei dir schon in der Nähe? Ich bin nicht auf dem Crowd Level. Also ich bin auch nicht ganz unten am Boden. Ja, okay. Ich bin auch das nicht auf dem Boden. Das ist schon mal gut. Aber Blaze meinte, ich war schon in seiner Nähe. Ja, du warst schon richtig close bei mir sogar. Dann sage ich Kühlschrank. Warum bald. Ist Kühlschrank? Weil er beim Kühlschrank ist. Ich sag dir so, die Map ist ein bisschen zu groß. Man hätte so einen Grappler haben müssen oder so, Freunde. Hier kann man auf jeden Fall hoch. Das Ding oder, ist hoch, oder man, ist kein Problem. Ja? Man wär ein guter Sucher. Das würde auch gehen. Ja, ich bin halt wirklich schlecht in Suchen. Im Verstecken bin ich ganz gut, aber ich mache mal extra schlecht, damit ihr nicht so lange braucht, mich zu finden. Aha, du bist der Beste. Aber... Alter, 12.000 Punkte. Ja, ich sagte... Für Fortnite, Jungs. Wer war das? Fortnite. Ja, das war ich. Mann, Dicking, lenkt mich nicht so ab, okay? Okay, tut mir leid. Du weißt auch nicht, wo die sind, oder, Dicking? Wenn ich einen sehe... Naja, such mal mit, Digga, such mal mit. Ich wäre dafür, dass sie erstmal einen Tipp abgeben. Ja, ich bin nicht auf dem Boden, war doch deren Tipp von allen gleichzeitig. Danke, Jungs. Ja, Mann, richtig. Das war mein Tipp und jeder hat ihn geklaut. Ja, geklaut. Jetzt geht das wieder los, oder? Einfach geklaut, wie ihr mein Format geklaut habt, ihr Hunde. Ja, wie wir auch noch deine Freunde... Was? Okay, André, ich gebe dir jetzt einen Baba-Tipp, okay? Baba-mäßig. Ja, okay. Ja. Um zu mir zu kommen, musst du einen Deathrun bestreiten. Hey, Digga, das kann gar nicht sein. Ich sag's dir so, wie es ist. Doch, du musst ein kleines Jumping-Puzzle machen. Jumping-Puzzle. Ja, bringt aber trotzdem nichts, weil die Map 20 Kilometer groß ist. Hm? Es war trotzdem ein Tipp, du kleiner Hund. Es war kein Tipp. Natürlich war es ein Tipp. Nein, es war einfach eine... Ich bin weit oben und du musst ein Jumping-Puzzle machen. Deswegen war es ein Tipp. Der ist in dieser Mitte. Der ist in der Mitte da. Ganz oben in der Mitte. Ganz oben in der Mitte. Oh, sagst du? Safe. Okay. Aber wo muss da ein Jump'n'Run? Ja, das Ding ist, wie kommt man da hin, ist die Frage. Oder da? Nein, da ganz oben in der Mitte ist doch die Dings, oder nicht? Das ist die Hauptbasis, Freunde, wo man sich Waffen aussuchen kann und sowas. Ich glaube nicht, dass er da ist. Lukas, was ist dein Tipp? Mein Tipp? Ja. Ich bin relativ weit oben. Schön für dich, Mann! Alle sind relativ weit oben. Freunde, wir müssen irgendwie versuchen, auf diese Regale zu kommen, ohne an Fallschaden zu sterben. Oh, warte mal, hier? Ja, Mann, ich hab's gefunden. Let's go. Und hier kommt man noch höher. Okay, wir kommen dem Ganzen näher, Freunde. Wir kommen dem Ganzen komm. Näher. Komm! Da! Oh mein Gott, das habe ich nicht daneben geschossen. Okay, Lukas haben wir auch gefunden, Freunde. Dementsprechend kann Lukas jetzt auch mitsuchen, wenn er möchte. Ja, okay. Falls du jemanden findest, musst du mir nicht ganz genau sagen, wo er ist, sondern einfach so, oh, ich hab jemanden. Kann er jetzt nur noch Odoman sein, oder? Odoman ja, und Blaze. Und Blaze. Ach, Digga. Ich bin der Coolste hier. Blaze und Odoman. Okay, über mir ging es noch weiter hoch. Ich check mal hier alles ab. Ja, check mal ab. Ich geh mal hier weiter. Oh, hier kann man auch hoch. Aber... Egal, wir gehen mal mit hoch, Freunde, und gucken einfach mal von oben. Weil Odoman meinte, man muss einen Death Run machen, damit man ihn... Ja, aber so einen kleinen Puzzle halt. So, ja, aber das heißt ja, Odoman ist irgendwo ganz weit oben. Richtig. Das ist korrekt. Ja, das hast du so gut erkannt damit. Nee, das Ding ist, er meinte so, ja, so Jumping Puzzle. Das heißt eigentlich wahrscheinlich nur übers Regal laufen, wo halt ein paar Hindernisse sind. Ich denke mal erst in die Richtung. Ja, das ist halt für ihn schon. Hier muss Odoman irgendwo sein. Ja, oben ist André. Nee, der ist hier safe bei mir. Ich weiß aber auch nicht, wo man einen Death Run machen muss. Ja, das Ding ist,
wahrscheinlich einfach nur über Regal. Ja, hallo? Leise? Wer ist über mir? Wer ist über mir? Das bin ja immer noch ich. Ah, du Junge, bist Lukas. Basis, Digga. Er denkt, wir spielen gerade Dings, Digga. Jungs, ruhig, bei mir. Jungs, chill. Da kommen zwei Leute. Ja, und? Schade, Digga. Ich glaube, Odemann ist hier. Weil man hier kann man so ein bisschen über die Regale springen und blablabla. Also, ich sag euch ehrlich, ich habe bis jetzt noch niemanden gehört. Ich schieß mal, Odemann. Warte. War das nah? Ich hab gar nichts gehört. Gar nichts? Junge, hä? Warte mal. Wo seid ihr? Wie? Digga, Odemanns Versteck ist ja ganz anders. Bro, ich sag doch, ich hab das Heftigste, Bro. Es gibt auf jeden Fall noch so Hintergedenkgänge. Okay, ich bin jetzt hier oben auf dem Regal. Da hinten ist Deking, Freunde. Deking, da war ich gerade schon. Ich hab da geschossen und Odemann meinte, er hat nichts gehört. Okay, Blaze, hör mal hin. Ich bin close, sei ehrlich. Ja, es geht. Ich bin tot. Ich hab's auf jeden Fall gehört. Ja, Odemann, du bist gar nicht auf der Map, Digga. Du lügst einfach. Ich schwör, ich bin auf der Map. Das Ding ist, er hat am Anfang schon gesagt, er hat das krasseste Versteck. Guck mal, komm mal Discord, ich zeig dir meinen Raum, okay? Und daran musst du irgendwie erkennen. Okay, ah, du bist schon Discord, jetzt, okay? Nein, guck nicht auf die Minimap! Ah, Sacka de Lada! Hier. Ich sehe die Minimap. Ich sehe sie auch und ich habe richtig hingeschielt, Digga. Was? Okay, Freunde. Wir haben richtig raufgeschielt auf die Minimap. Ich weiß ungefähr. Das Ding ist, ihr seht die Minimap bei mir nicht, weil da meine Facecam ist und ich kann die jetzt auch nicht. Also, ich könnte die jetzt verschieben. Aber warum? Aber kein Bock. Ich bin in der Nähe, Odemann. Guck mal. Ja? Sag mal. Jo, ja, du bist in der Nähe. Ich höre dich. Okay. Den Schuss habe ich jetzt gehört, ja. Lukas, er ist irgendwo bei mir. Aber oben. Okay, hier kann man in die Vents, Odemann. In die Vents? Was für Vents meinst du? Air Vents. Also diese kleinen... Ja, diese Schächte, diese ganz normalen. Das habe ich tatsächlich nicht benutzt, um dahin zu kommen, wo ich bin. Sag ich dir ehrlich. Das Ding ist... Wo bin ich? Achso, hier kann man runter. Wir müssen höher, Freunde. Aber das Ding ist, wie ist Odemann da hingekommen? Mit einem Grappler wäre alles todes easy, aber so ist es voll anstrengend. Man muss immer wieder hinlaufen und man darf nicht runterfallen, weil man kriegt einen Fallschaden. Ich glaube, wir müssen nach oben, da wo Lukas war und von da aus. Warte, ich hab's, glaube ich. Ich gehe gerade zum Death Run hoch. Okay. Ja, ich höre einen springen. Ja. Vielleicht. Warte mal, ich schieß mal. Ja, ich hab ihn! Hast du ihn? Let's go! Okay. Warte, komm her, ich zeig dir, wo er ist, oder? Ich bin auch in der Nähe. Bleib da, Odemann, wenn du gehst, bist du tot. Ich bleib. Ich bin auch in der Nähe. Siehst du mich hier? Deking ist bei mir. Deking ist bei mir. Hier, schieß, ganz. Warte, ich komm, ich hab euch gehört. Ah, guck mal, ich seh euch. Hier. Ja. Ist er da drinnen in dem Kasten, oder was? Ja. Okay, warte, ich komm. Genau über uns. Lüge! Da bin ich nicht. Odemann! Wie du willst. Komm runter, ich bin da! Komm mit, geh drüber. Oh mein Gott! Ah. Warum, Digga? Junge, was kann? Junge, gar keinen Bock, da jetzt wieder hochzulaufen, Freunde. Das ist so anstrengend. Jetzt müssen wir Blaze noch finden. Ja. Oder sollen wir einfach die Folge abbrechen? Nein, ich sagte so, Blaze ist safe irgendwo in der Nähe vom Kühlschrank. Aber er will es nicht zugeben. Safe. Weil hier war ich am meisten und er sagt, ich bin schon 6 Mal nicht vorbeigelaufen. Das stimmt schon, ja. Okay, wir müssen jetzt wieder hier hochlaufen, wie wir das schon 3 Mal gemacht haben. Ey, oha, was war das für ein Schuss? Er hat mich fast getroffen. Hey, ich hab einfach so random da hingeschossen. Digga, ich hab den gesehen, an meinem Ohr ist er vorbeigeflogen. Ich hab Blaze. Hast du? Echt? Ja. Wo? Komm hier, Kühlschrank. Ich komm. Das Ding ist, ich bin wieder irgendwo verwirrt unterwegs, Mann. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Komm zum Kühlschrank. Ja, warte. Ich muss es halt... Ich muss es irgendwie hinkriegen, ohne zu sterben. Okay, Kühlschrank. Okay. Zum Kühlschrank. Wo ist denn André? Da. Ich bin am Rand. Du musst noch weiter an den Rand. Ja, da, dann falle ich runter. Nicht. Nee, da wo Deking ist. Ich sehe Deking nicht. André, wo bist du? Bei welchem Kühlschrank, Bruder? Ich hab grad geschossen. Ich bin im Kühlschrank. Ich bin noch hinter dir, du Trottel. Wo? Digga, André ist völlig lost. Bro, das bin ich, du Spaß. So. Weil ihr seid Vollidioten, nicht ich, Digga. Ich sag 12 Mal, das bin ich, Digga. André ist was Besseres. Ist so. André, ihr seid das, nicht ich. Wir sind genau vor dem Kühlschrank. Kommt bitte vor dem Kühlschrank. Unten. Ja, okay. Das ist doch meine Ansage, Digga. Warte mal, André, komm mit. Okay. Komm mit, Habibi. Jump'n'run hier hoch, Digga. Bin ich dir early? Das wirst du niemals schaffen. Ich werd's nicht schaffen. Oh shit, Digga, ich bin in der Schüssel des Lebens. Oh, ich bin fast runtergefallen. Komm schon. Okay. Und jetzt guck einfach nach oben und guck einfach mal ein bisschen. Okay, ich guck einfach mal nach oben, ich guck einfach mal ein bisschen. Ja, komm mal hierher und guck einfach mal ein bisschen. Ja, ich guck einfach mal ein bisschen. Ich sehe nur Deking die ganze Zeit. Oder? Willst du mich verarschen? Guck doch hier! Ah, komm da! Hier hoch. Oh, cringe. Junge! Wie habe ich ihn da nicht gesehen? Ich bin 30 Mal da dran vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Ah, schon traurig, Digga. Sag ich dir. Fühlst du dich jetzt schlecht? Nö, ich habe alle gefunden, Freunde. Ich bin der Beste ohne Tipps. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, Creator-Code von uns eingehen. Checkt die Jungs ab. Wir sehen uns morgen. Ciao!